das letzte Mal bei Green Hell? Boah! Ah! Alter! Du Kackvieh! Oh mein Gott, das schreckt mich doch nicht so, Pussy! Wie ich eine gesammelt habe. Ich mag doch Kätzchen. Aller Art Kätzchen. Ich habe die Brücke gefunden. Hey, ihr Bananenblattflechter, willkommen zurück zu der Green Hell und mir. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Danke fürs Einschalten mal wieder. Und wir sind hier an der Brücke mittlerweile. Ja, habe ich letztes Mal erreicht, diesen Ort. Da kann ich dann nämlich die Brücke vervollständigen mit Bambusscheiten. Geht nicht mit Holz, muss Bambus, ja. Und dann kommen wir wohl ins neue Gebiet, habt ihr mir erzählt. Und dort gibt es dann nette Dinge zu sehen. Glaube ich, weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung von. Deswegen machen wir das jetzt mal vollständig. Ich habe nur letztes Mal... Oh, da ist ein Nuss gefallen. Ich habe nur letztes Mal hier unten... Oh, da ist auch noch ein Vieh, ein Tapir wahrscheinlich. Da ist das Dorf, seht mal. Das habe ich letztes Mal noch suchen wollen, aber ich habe es jetzt dann, als ich den Part beendet habe, letztes Mal gesehen. Und da sind Eingeborene rumgerannt. Mal sehen, wie die ganze Geschichte ausgehen wird. Ich werde die mal jetzt angreifen. Und alle platt machen, hoffe ich. Oh, sind das... Ah, das sind Maden. Nee, keine Maden, aber ein totes Tier. Zumindest glaube ich, dass da jetzt welche waren. Ich habe einen hier langlaufen sehen. Frage ist, sind die anderen auch da? Daneben läuft noch ein Tapir. Da singt ihr was von Ingo. Warum ziehe ich denn so rechts? Ah, scheiße. Ich habe direkt einen abgekriegt. Wow. Ey, du Schweinebär. Oh, der ist tot. Oh Gott, diese Typen. Ja, wieder einer tot. Muss noch ein bisschen weiter flüchten, ey. Oh, das ist eine Schlange. Stirb doch mal. Ich stech nicht zu. Oh, ich laufe. Oh, da krabbelt wieder was. Wieder eine Goliath-Spinne. Ist er tot? Nein, er lebt noch. Oh, scheiße. Hol ihn mir. Ja. Ah. Hab sie alle getötet, Leute. Ich hab sie schon wieder alle getötet. Oh, ich muss mich aber schnell heilen, weil meine Lebensenergie geht gerade rapide runter. Ah, komm schnell. Ah, es geht aber noch, geht noch. Kinder, wir schaffen's. Oh, da habe ich einen Schnitt. Machen wir einfach mal einen normalen Verband drauf. Ach du Kacke. Das war der eine Steinwurf. Der hat mich erwischt und macht mir gleich richtig Schaden. Oh, da habe ich auch einen. Ein Kratzer. Oh, also ganz schön tief. Ich werde nicht die guten Verbände dafür nutzen. Die mit Pflanzen oder Asche. Ah, das muss auch so halten jetzt. Wo ist der Kratz? Ah, hahaha. Sieht fies aus, ne? Aber wir kriegen das hin. Ich werde es überleben und werde meinen Kindern davon erzählen, dass ich gerade schon wieder Eingeborene geschnetzelt habe. Und noch eine Wunde hier. Ja. Ah, nehmen wir Tabak oder... Nee, nehmen wir Asche, komm. Ah, scheiße, wie ich es halt überlebt habe mit 4 Wunden am Körper. 16.34 Uhr. Gut, dass ich das jetzt gemacht habe, weil
Oh, da war irgendwo die Goliath-Spinne. Hätte ich so ein bisschen gewartet, da wäre es wieder zu spät geworden. Und im Dunkeln habe ich keine Chance gegen die Jungs. Die leuchten zwar schön im Dunkeln, aber wir sind offenbar auch wie eine Fackel unterwegs. Und man kann uns sehr leicht erkennen. Mach ich mal kaputt. Ja, eigentlich ist es ziemlich dumm, den Bogen kaputt zu machen. Ich glaube, die haben immer 100% von den Eingeborenen, ha? Ja, schauen wir gleich mal. Ich finde ja noch ein paar. So, ich muss mal ganz kurz schauen jetzt. Jetzt gehen wir runter ins Camp zu den Typen. Da liegt auch noch einer. Hehe, hat noch einen Pfeil im Arm. Oh, genau auf dem Verschluss. Habe ich ihn getroffen. Alter, und da liegt noch einer. Sag mal, wie viele waren das jetzt bitte? Hab nicht mitgezählt. Habt ihr mitgezählt? Schreib's dir mal, ich bin ein bisschen schlecht im Addieren, anscheinend. So. Okay, da liegt noch einer. Na, da unten ist wieder ein Tapir. Den habe ich aber nicht getötet, wirklich. Das waren die selber. Der hat einen Pfeil im Knie. Und ganz schön kräftige Schenkel. Das ist gutes Fleisch, genau. Richtig gutes Fleisch. Nur das Gute, das Schlechte. Ja, wie gesagt, dann habe ich es später auch einfacher. Dann sammle ich das nicht zufällig nochmal auf und kriege Ärger, weil ich das esse. Ja, ja, ihr wollt das gerne sehen, dass ich meine, dass ich wieder ein bisschen halluziniere und Sachen sehe, ne? Ah. Ich glaube, Tapire haben wirklich das beste Fleisch. Oh, das ist ein Pekari. Huch. Hab das gerade mit dem Tapir verwechselt. Entschuldigung. Bin nicht so gut im Dschungel, ne? Die Fauna ist mir nicht ganz bekannt. Die Flora übrigens auch nicht. Ich esse einfach, was ich so sehe. Und manchmal ist gut, manchmal nicht. Muss man halt immer gucken. So, jetzt aber. Pekari, anders ja. Geil. Achso, und ich habe mir ein Bett gebaut. Da habe ich mir ein Bett gebaut, seht mal. Aha. So. Ich warte aber noch kurz, bis das Fleisch hier fertig ist. Es dauert noch ein bisschen. Dann suchen wir derweil noch ein paar Früchte. Federn. Na, wie gesagt, habt ihr schon recht. Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen Messi-Verhalten an den Tag gelegt. Jetzt habe ich wirklich alles ein bisschen wegrationalisiert. Hier seht ihr. Oh ne, das mache ich mal nicht. Ich hole mir erstmal Wasser da unten. Das kippe ich mal hier rüber. So, seht ihr? Jetzt mache ich mal den ganzen Bidon voll mit Stinkewasser. Unten aus dem Klärbecken hier. Offensichtlich ist es ihr Klärbecken. Ich habe nämlich schon gesehen, dass hier so ein Becken ist irgendwo. Oh, war das nicht hier? Ich sehe auch schon nichts mehr. Okay, machen wir morgen. In aller Frühe, wenn es hell ist. Alter Schwede. Wie schnell man hier die Orientierung verliert, weil es einfach mal dunkel ist. Muss ich mal geben. Es gibt halt nicht wie bei uns irgendwelche Gebäude, an denen man sich orientieren kann. Nee, im Busch, da hast du nichts. Da hast du Bäume. Oh, noch eine Nuss. Und eine Nuss habe ich. Ja, was du nicht in den Arm hast, musst du in der Nuss haben, ne? So. Oh. Der könnte auch gut werden, wenn ich den koche, habt ihr erzählt. Also das meiste, was giftig ist, wenn man es kocht, wird es wohl nicht mehr ganz so scheiße sein, sondern einigermaßen akzeptabel. So. Gary. So, ich habe Kohle, ich weiß, aber ich nehme die Stöcke, weil von den Stöcken liegen hier gerade so viele rum. Kann ich die gleich wieder aufsammeln, bevor ich mich da wieder ärgere. Da ich hier keine Kohle habe, um mich zu heilen von dem Gift, von dem ganzen Siff hier. Da kommt mal der Pilz. Den zerstören wir lieber mal. Da passiert nämlich nicht viel. Ah, oh, nehmen wir den. Was? Was schon sagen? Warum habe ich keinen Platz mehr? Kleine Stöcke habe ich. Auch noch ein paar. Ach komm, wir schmeißen auch welche drauf. Was soll's? Oh. So. Ja, deswegen ist das schön lange durch. Sagt die Uhr. Oh, Fett brauche ich. Wasser und Kohlenhydrate. Nicht so schön. Irgendwie habe ich hier so die Angewohnheit, ich will mich immer viel zu früh schlafen legen, offensichtlich. Obwohl halt echt noch viel, ja, Tag übrig ist sozusagen. Ich meine, es ist 20 Uhr, aber es ist schon wirklich so dunkel, dass es kaum Sinn macht, noch loszulaufen, leider. Finde ich ja persönlich. Gibt es hier irgendwo, nicht irgendwo Kokosnüsse oder so, die runterfallen? Wäre total, ich sollte vielleicht auch mal speichern, fällt mir gerade ein. Vergesse ich jedes Mal, ne? Und dann, ja, und dann passiert was und ich sterbe und dann muss ich alles nachspielen. Ist mir einmal passiert, zugegeben, aber es reichte. Ich will mir bald mal das Waffenregal bauen, bevor ihr fragt. Ja, das will ich mir echt bauen. Habe ich ein bisschen Böcke drauf. Aber zuerst einmal muss ich hier etwas umsehen. Und schauen, was das Lager noch so hat, wo die da drinnen gesessen haben, eben die Säcke. Weil
Lager haben wir ja schon gelernt, haben immer coole Rezepte. Oder... Du willst mich doch verarschen, ihr seid nicht schon wieder da jetzt, oder? Nee, ist woanders. Da wäre ich ein bisschen böse geworden, ne? Oh! Harz! Da kann ich wieder Fackel draus machen, habe ich schon mal erzählt. Und da waren wieder Bienen. Ich hole mir dann den Honig gleich und esse den. So, warte, wo ist das Lager jetzt? Da oben war es, ne? Geil. Ein neues Lager. Bin ich jetzt bescheuert? Wo ist das Lager? Es ist immer noch so ein bisschen Zwielicht. Ich sehe das nicht alles. Ich bin so ein bisschen nachtblind manchmal. Oh. Sorry, Schweinchen. Es war ein Tapir. Ein Glück, Leute. Hätte ich jetzt ein... Hab schon mal gesagt, meine Frau schaut die Videos. Hätte ich jetzt ein Kapibara getötet, ich hätte Ärger bekommen. Wirklich. Ich hätte Ärger bekommen. Nein. Aber sie findet das wahrscheinlich nicht schön, wenn ich das mache. Nehmen den Speer. Danke. Oh, jetzt bin ich aber hart überladen, du. Ikari. Was raschelt dort? Im Gebüsch. Geil. Was sagen die Nährstoffe? Ich brauche dringend Kohlenhydrate und ich habe kein Wasser mehr. Ja, es könnte schlecht werden, aber da gibt's Wasser. Nee, ist Quatsch jetzt. Ich habe 6-mal Tapirfleisch, Alter. Tapire sind echt nährstoffreich und ja. Geil. So, guck mal. Kohlenhydrate, Hydration, beides. Geil. Ich muss leider mal ein paar wegschmeißen. Seht ihr übrigens, ein Trick ist, einfach was in die Hand zu nehmen und dann mit sich rumzutragen. Das ist, wird da nicht registriert als Gewicht, komischerweise. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn das Lager? Ich habe die doch alle hier rausgeschossen. Bin ich blind? Oder auf beiden Augen blöd? Ach hier. Wow, ich stehe direkt davor und sehe es nicht. Bist du vielleicht blind oder auf beiden Augen einfach blöd? So. Ist klar, ich mache mir gleich ein Feuer der Einfachheit halber. So. Gegen flott. Und jetzt... 0-10. Habe ich noch? Ja. Ich will nicht die Nester benutzen. Das ist immer so ein bisschen... Bitch! Ja, Bitch. Das ist so der Bitch vor... Bitch nach... Yes. Nachschub. Yes! Muss ich gleich immer so schreien, Mann. Brauchen wir jetzt das Tapirfleisch. Lecker, lecker. Und ich habe noch das, was ich irgendwo... Was ich nie wieder finden werde jetzt. Wollte ich mir auch noch holen gerade. Oder? Habe ich das nicht irgendwo abgeworfen? Passt. Passt. Ist auch egal. 4 Fleisch reicht vollkommen aus. Es ist eh wieder so schwer, wenn ich das mit mir rumschleppe. Muss ich auch ein bisschen aufheben jetzt. Ich muss mal ein bisschen sparsam sein mit dem Fleisch. Mit Fleisch. Mit Menschenfleisch. Was war das denn? Warum war das so gelb geleuchtet? Huss. Der heilige Busch. Der leuchtet nicht mehr. Leuchtet nicht, wenn man hinguckt. Oh, die Pflanze. Der heilige Busch. Oh, neue Asche. Sehr schön. Was denn? Oh, da war Wasser drin. Sehr gut. Brauche ich ja gleich ein bisschen. Das sind lange Stöcke. Kein Rezept. Ich bin etwas enttäuscht. Warum ist hier kein Rezept im Lager? Irgendwas Brauchbares? Schade. Die Performance ist hier richtig beschissen. Leider. Stammesanzünder, ja, habe ich schon, ne? Das, was macht denn der? 95. Ja, nimm mal den. Hat 100. Das Stammeszeug hat immer 100, warum auch immer. Komm, die nehme ich mal mit, ja? Hätte ich Platz. Ja, Bruger, du und deine scheiß Knochen, ich weiß. Ich weiß. So. Aber wir gehen noch über die Brücke, ich schwör's euch. Wir packen das diesen Part noch. Wir packen es vielleicht diesen Part noch über die Brücke zu gehen. Weil ich habe jetzt schon viel Zeit damit verbraucht, nicht verschwendet, die Eingeborenen zu killen und hier ein bisschen klarzukommen. Ich habe jetzt auch gar nicht so genau nachgeschaut, wo hier Bambus ist, aber es müsste hier überall
Ah, da ist Bambus, seht ihr. Also ist das, sind die Stämme auch nicht weit, die großen Bambus. Bambusen. Die Bambules. Oh ja, seht ihr. Ist sehr schwer Fleisch. Aber so nahrhaft, dieses Tapirfleisch. Guck mal, 80 Proteine gibt das. Und hat auch noch gutes Fett. Das könnte ich sogar räuchern. Und dann wäre es immer noch ziemlich geil, weil es hat halt... Oh, seht ihr, da ist die Drecksquelle. Unsicherer. Hm. Unsicheres Wasser. Aber, wir sehen... Wir haben jetzt erstmal wieder alles voll mit Wasser und jetzt muss ich halt nur noch gucken, dass... Oh, die sind auch sehr geil. Die sind sehr geil, weil die geben Energie. Habe ich auf Maximum, aber sollte man sich halt immer merken, dass Pilze Steine schmeißen. Treffen, ich bin zu blöd. Okay, dann lassen wir das lieber. Wow! Alter Schwede! Wo kommen die auf einmal her? Alle auf dem linken Arm auch noch. Ist ja krank. Macht mich krank. Im wahrsten Sinne machen die mich krank. Da sind Kokosnüsse. Warte mal, drauf jetzt. Danke. Dann geh. Dann geh doch. Hm. Hm. Oder die Performance ist echt voll scheiße. Kaum spielt Gronkh wieder Green Hell, ist bei mir auch die Performance scheiße. So wie bei ihm. Hat ja irgendwas geschrieben. Ja, willkommen in der Performance-Hölle. Oh, God Rays. Oh, ist das schön. Ich mag das. Ich finde diese God Rays oder diese Light Rays halt generell super, super schön. Oh, ist das schön. Der schönste Sonnenaufgang oder Mittag seit langem. Einfach mal. Alles voll toll. Mir gefällt das gerade richtig gut. So. Oh, was? Jetzt habe ich es verschüttet. Ich bin so doof. Nee, ich habe es getrunken. Ist gut, ne? Ist gut. So, wir sammeln das. Weil ich will das Wasser gleich abkochen ein bisschen. Habe ich die jetzt aufgesammelt? Ja, ich habe die aufgesammelt. Ich dachte, ich schmeiße weg. Ja, so nämlich, weil ich keinen Platz habe mal wieder. So. Ach, da ist tatsächlich Platz gefunden. Huch. Alles klar, das Fleisch, das kocht noch ein bisschen. Ich schau mal ganz kurz, ob ich hier Bambus finde. Bambule. Wo ist hier Bambule? Oh mein Gott, darf ich das jetzt alles hochschleppen, wenn ich das hier unten irgendwo finde? Wird ja ein Spaß, Kinder. Oh, Bananen, Kohlenhydrate. Wie geht's? Was seid ihr eigentlich für Menschen? Es gibt ja zwei Arten von Menschen. Leute, die diese komplett reifen Bananen eklig finden. Also die ganz, ganz... Die schon ganz... gelb sind. Oder mögt ihr lieber die grünen Bananen? Scheiße. Du kriegst nichts von meinem Fleisch. Das ist mein Fleisch. Davor, auf einmal kommt so eine Katze und frisst mein Fleisch weg hier. Ich glaube, es hackt. Nee, was seid ihr für ein Typ? Seid ihr so die grünen Bananen oder gelben Bananen? Oder seid ihr sogar die Leute, die Bananen mit Flecken schon essen? So wie ich. Ich finde das total geil, wenn die so schwarze Flecken haben. Oder... Wenn die ganz schwarz sind, das mögen die Briten ja sehr gerne. Die löffeln die dann so richtig aus der Schale raus. Aus der Verpackung. Ja. So. Bin da. 60, sauber. Wo ist das Kätzchen? Kätzchen, 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 Kätzchen. Kätzchen, Kätzchen. Scheiß Kätzchen. Na, warte. Mit Fleisch drin sogar noch. Guck mal. Geil, ne? Ich stehe, Alter. Andererseits, wenn die Eingeborenen hier raus getrunken haben, muss es ja an sich noch okay sein, oder? Das Wasser. Oh mein Gott, Leute, ich habe so ein bisschen Angst, wenn die Katze die ganze Zeit hier rumläuft. Ich sehe hier keinen Bambus, verdammt.
Soll ich denn das ganze Bambus hier hochschaffen, wenn da keine Sträucher, oder keine Bambus, Stauden? Was sagt man bei Bambus? Stämme? Bäume? Nein. Bambuspflanzen. Sagen wir Bambuspflanzen sind. Ich, wie gesagt, ich bin kein Herbitologe oder sowas. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Kräutern und den ganzen Scheiß und Pflanzen. Du auch nicht, ne? Hätte ich dich mal gefragt jetzt. Den Bidon kann ich wahrscheinlich... Bidon? Sagt man Bidon oder ist das wieder sowas wie... Bidet, wie Französisch? Ich weiß nicht. Ja, kann man den nicht auch irgendwie als Kochgerät nutzen? Fände ich total cool. So, reingießen. Schön. Oh, es donnert schon wieder die ganze Zeit. So, dann stellen wir hier hin. Wie gesagt, ich muss ja immer so ein bisschen für Nachschub sorgen hier. Guck mal, er legt ihn halt immer quer. Dann lass ihn halt quer. Wie du willst. Jetzt regnet es wieder, siehst du mal. Das geht so schnell hier. Unglaublich. So, voll machen. Ja, das sind so die langweiligen Sachen, die macht man immer. So, hinlegen. Zack. Ist gekocht. Deswegen schneide ich sowas gerne raus, versteht ihr? Da, legst du mal, legst du halt genau drauf. Auf den anderen Schüssel. So. Und jetzt. Kokosnuss. Genau in den Dreck legen, weißt du, das ist richtig schön. So, sauber, sauber, leer. So mache ich das. Jetzt gehe ich auf die Suche nach Bambus. Erstmal speichern. Erstmal speichern. Besser ist. Immer besser. Hey Mäuschen, ich mach dir nichts. Ich sehe hier keinen Bambus. Ich drehe durch. Deswegen ist es wahrscheinlich. Boah. Fuck. Ah. Ausschlag, weißt du? Ausschlag, das sind Stiche. Au. War jetzt nicht sehr schlau. Ich dachte, die sind. Nee, warte, brauche ich Funkchen, ne? Ich dachte, die. Ja, das ist so ein kleines Nest, so ein Bienennest und die kommen nicht gleich raus. Gut, also hier unten haben wir Bambus, habe ich ja schon festgestellt, aber ich habe keine Stämme gesehen. Ich will noch mal ganz kurz die Kokosnüsse aus dem Feuer holen. Dann geht das los. Ja. Feuer werde ich mal ausgehen lassen für Kohle. Wie viel habe ich eigentlich noch an Kohle? Oh, nicht mehr sehr viel. Ihr wisst ja, ich bin sehr experimentierfreudig und esse mal einfach irgendwelche Sachen, die ich nicht vertrage und dann muss ich wieder kotzen. Wenn ich dann keine Kohle habe, ist das sehr unangenehm, weil man verliert so viel Nährstoffe durch das Kotzen. Da sind Stämme. Oh. Und Bienen. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen, ehrlich gesagt, beim Vorbeilaufen. Sehr gut. Stupid piece of shit. Oh, die Bitch ist schon wieder kaputt gegangen. Nimm ich die Machete. Du musst ja auch mal weg. Oh, bitte, bitte nicht. Kätzchen. Okay, drei Stück. Das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Klack, klack, klack. Oh, da ist die Katze. Nein! Böses Kätzchen. Böses Kätzchen. Oh nein. Böse Katze! Alter Schwede! Hab ich fast getötet! Das ist mein Speer, verdammt! Gib mir den Speer! Oh mein Gott, wo hat sie mich denn verletzt? Oh, da ist das. Oh! Was ist das für ein Kratzer? Alter Schwede, ich mach schon wieder falsch. Nee, Asche, Asche, Asche. Ah! Alter Schwede. Und die Beine hat sie mit dem Salz gekratzt auch noch. Ich mache einfach mal, wo ich es nicht gesehen habe. Ich weiß, dass es gekratzt ist.
Oh, eine böse Katze. Ich habe schon so viele von euch gekillt. Wird aber Zeit, dass ich vielleicht ein bisschen was zurückkriege dafür. Ich sehe es ja ein. Wo ist der Speer? Ah! So ein dummes Vieh schon wieder! Dieser dumme Puma! Na gut, ich bin auch verbunden. Haha, kannst mir nichts machen, ne? Blödes Vieh, Mensch. Da schlitz ich dich auf. Der hat jetzt einmal die Runde gemacht und kam wieder zurück, ja? Okay, cool. Ugh. Mach mal nicht. Ja, leider kann ich nur 3 schleppen. Oh, die Bienen. Was, ich verliere jetzt, ich wollte gerade sagen, ich verliere Gesundheit. Weswegen denn? Ich bin da verbunden. Ich meine, gut, so eine Fleischwunde, die ist schon mal ziemlich krass, aber anscheinend bin ich viel krasser als die Natur. Ja, und deswegen kann mir keiner hier was. Nicht mal diese dummen Raubkatzen, die so böse sind. Oh, Seile. Gut, ich brauche noch ein paar. Ich habe keine Seile mehr. Okay, Seile holen. Jetzt noch 3 Stämme und dann habe ich's, Kinder. Dann habe ich alles fast. Fleisch ist gleich fertig. Ich bin so gespannt auf das, was hinter der Brücke auf uns wartet. Oh, 3 Stämme, sehr gut. Oh, ich habe übrigens das Rezept gefunden für das Räuchergestell. Wow, ich bin sehr aufmerksam, merke ich gerade. Hier kann ich Sachen räuchern, sehr cool. Das Fleisch kann ich wohl nicht mehr räuchern, die Nüsse auch nicht. Ja, aber gut, ich kann hier Sachen räuchern. Ach, warte mal, ich habe eine Maus gefunden, die lege ich mal hier drauf. Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Ich habe doch die Maus aufgehoben, sag mal. Weil die sich jetzt hier versteckt. Aha, die letzten Baumstämme, Leute. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Warum ist das Feuer? Okay, das habe ich da eigentlich ausgehen lassen. Nee, habe ich nicht. Ist bald aus. Okay. Ja, wir machen die Brücke noch fertig jetzt. Zack, zack, zack. Und nächstes Mal, würde ich sagen, geht's weiter, liebe Leute. Dann gehen wir über die Brücke und finden heraus, was auf der anderen Seite des Regenbogens auf uns wartet. Bis dahin, ich bedanke mich. Und lasst noch ein paar Likes da. Tschüss, macht's gut.